Brauchst du was, Süße? Nein. Charles Lee. Ach, Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Au! Charles Lee. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hört auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Lompier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Oder nicht. Vielen Dank. Gracias, amigo. Die verfickte letzte Kiste. Hier ist sie. Deswegen haben wir sie die ganze Zeit über nicht gefunden, weil sie hier in diesem verfickten, dummen Scheißpub war. Deswegen. 750 und nochmal 4212. Somit haben wir, glaube ich, alle Truhen geplündert. Yay! Yeah. Scheinst durstig zu sein. Was spricht gegen ein frisch gezapftes zur rechten Zeit? Gar nichts, Jamie. Nichts. Warum trinkt ihr da nicht mit? Weil ich zu Adam muss. Im Moment nicht, vielleicht später. Ich schätze, ihr habt wichtige Dinge zu erledigen. Ich verstehe. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich kann eine Menge vertragen. Wenn ihr mich braucht, bin ich da, Connor. Eben das befürchte ich, mein Freund. Oh. Interessant, sie hängen hier also in irgendwelchen Pubs ab. Gut zu wissen für das Nachspiel. Da kann man sich dann mit denen unterhalten, aber nicht jetzt. So, Hafen. Okay. Sieht in annehmbarer Distanz aus, auch wenn mir nicht angegeben wird, in welcher. Dann kann ich den Marker da auch wieder wegnehmen. Gemerkt, wie die mich aufhalten wollten, die Wichse? Der lange Pier. Meine Lieblingsmission übrigens. Soweit ich sie noch von damals in Erinnerung habe. Denn man musste irgendwie überleben und durfte niemanden berühren, um hundertprozentige Sync zu haben. Und damals bin ich massiv stark hinter dem hundertprozentigen Sync hinterher. Ich wollte das beim Durchspielen direkt machen. Ich habe jede Mission so oft wiederholt, bis sie hundertprozentig durch war. Und das war hier, kurz gesagt, zum Kotzen. Dass ich an die 20 Versuche oder was ich da gebraucht habe. Weil dann kamen irgendwelche Typen mit Fässern oder sonst was dir im Weg. Von dem Kram, der einem um einen herum explodiert, fangen wir das gar nicht an. In der Reichweite bleiben, niemanden anrempeln. Aus dem Weg, Leute! So, niemanden anrempeln. Kein Schaden durch Feuer leiden, noch so ein Ding. Mach das mal hier.
in einem brennenden Schiff. Hoch. Ah, da. Das glaubst du doch nicht, den Ausgang habe ich damals ständig gesucht und nie gefunden. Lee, komm zurück! Ja, ich habe ihn. Und jetzt? Spiel, was jetzt? Soll ich nochmal reinkommen? Ich liebe es, wenn das Spiel so verbuggt ist, dass der epische Superkampf am Ende... So, ich komme nochmal rein, ja? Och komm, ernsthaft? Ich schaff das zum ersten Mal, während ich seit Ewigkeiten dieses Spiel spiele. Nicht irgendwo gegen zu rennen, mich zu verbrennen, sonst wie, beim ersten Anlauf. Und dann backt das Scheißspiel im entscheidenden Moment rum. Mann, ey! Ziel verloren. Wenn ihr noch nicht mal das gefixt kriegt, was dann? Schneller! Ja, ja. Das hat doch eben funktioniert. Das war eben alles schön. Jetzt nicht mehr. Aus dem Weg! So, nächster Versuch. Hoffentlich buggt das Spiel diesmal nicht rum, weil wenn es das wieder tut, habe ich ehrlich gesagt keine Idee mehr. Du kannst mir nicht entkommen, Lee. Denn ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der, der zu blöd ist, in diese Gabel zu springen. Ich hasse dich, Connor. Ich hasse dich einfach nur, du Arsch. Spring! Oh. Du musst genau vor meiner Nase rennen, du Penner, wa? Ich kann jetzt gleich in die Flanken springen, weil die volle Synchronisierung kriege ich jetzt sowieso nicht, weil der Penner am Anfang durch die Explosion in mich reingeflogen ist. Das hat nichts mehr mit Anrempeln zu tun. Oh!
Weil der Piss eben verbuggt war, ey. Ich könnte mich so aufregen. Voll episches Spiel. Nur das Ende ist vielleicht ein bisschen verbuggt. Tut uns leid. Ach ja, und eben ging das nicht, ne? Scheiß geskripteter Piss immer. Und ich warne dich, Lee, wenn du dich jetzt wieder festbackst. Ich wollte jetzt sagen, bringe ich dich um, das will ich sowieso machen. Oh, diesmal kommen wir weit, ja? Echt, dieser kleine scheiß Fitzel hat gefehlt. Komm zurück, du Penner! So viel zu keinen Feuerschaden. Warum so hartnäckig? Du wirfst uns nieder, wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Ist schon wieder entkommen. Der ganze Mist für schon wieder entkommen. Ah, hier ist eine Treppe. Boah, wie mich das ärgert, ey. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Der Penner backt sich fest, ey. Wie scheiße ist das denn? Das wäre so schön gewesen. Graue Nacht, weiß? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sag einfach Bescheid. Schiebung. Unfair, ey, so unfair der Scheiß. Naja. Was willst du machen? Zum Glück kann ich hier eh keine Trophäen sammeln, von daher ist mir das scheißegal, ob ich jetzt 100% kriege oder nicht. Ihr habt gesehen, es ist möglich. Auch wenn der Typ sich dann festbackt. Nur um ihm zu sagen, Pisser, das hast du nicht beim ersten Mal zu schaffen. Los, gib's mir. Hat mal jemand einen Rolli? Stuhl oder Wagen ist mir eigentlich egal. Ich könnte jetzt einen von Lenz seinen Klappstühlen gebrauchen. Oder ein Miniaturpferd. Ja, gib mir einen Pony oder einen Blindenhund, der groß genug ist. Irgendwas. Und dann lass uns diesen Kram beenden.
Du bist.